Hallo zusammen und willkommen im neuen Jahr. Es gibt eine ganz klitzekleine Planänderung. Das Weihnachtsspecial, so wie es geplant war, kann ich nicht wirklich im Januar hochladen, weil das recht weihnachtlich ist. Oh Wunder, oh Wunder. Aber da ich sowieso alle Vorschläge umsetzen wollte, werde ich Teile von dem, was ich schon gemacht habe, weiterverwenden, so gut es eben geht, und ein bisschen überarbeiten und Sachen noch hinzufügen und nach jedes Thema abarbeiten. Und um sicherzustellen, dass alles vollkommen zufällig ist, hier ein Zufallsgenerator. Oh, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Aber im Ernst, der Rest ist wirklich vollkommen zufällig. Hallo zusammen und willkommen zu meinem Video zum Thema One-Shots. Da der letzte One-Shot, den ich gemacht habe, etwa 12 Stunden gedauert hat, über 3 Sessions verteilt war, weiß ich nicht genau, warum ich dazu ein Video machen sollte, aber hey, die Idee kommt von euch, also warum sollte ich mich aufregen darüber? Wenn ihr einen One-Shot basteln wollt, müsst ihr darauf achten, dass ihr nicht zu weit ausholt, was in der Regel mein großes Problem ist. Am ehesten kann man es wahrscheinlich vergleichen mit einer Folge einer episodischen Serie und der Pilotfolge. In einer Pilotfolge müssen wir etablieren, wer sind die Charaktere, wie stehen die Charaktere zueinander, die Charaktere lernen sich teilweise erst noch kennen. Und dann müssen wir etablieren, wo liegt das Problem, wie kann man das Problem lösen. Und ihr seht, warum das Ganze am Spieltisch länger dauern würde als 2 Stunden, oder? Bei einer ganz normalen Folge einer Serie ist allerdings schon sehr viel vorweggenommen. Die Gruppe ist etabliert, wir wissen, wie die Gruppe zusammenspielt, die Charaktere kennen sich untereinander. Und wir müssen nur kurz erklären, wo liegt das Problem und können dann schon loslegen. Es hilft aber auch, ein festes Ziel zu haben. Ich werde mir einfach eine Folge aus Young Justice als Beispiel nehmen. In der Folge Denial wird der ehemalige Dr. Fate entführt und die Gruppe muss seinen magischen Helm finden, bevor die Bösewichte es tun. Wir haben ein klares Setup, der ehemalige Dr. Fate wurde entführt, wir haben ein klares Ziel, finde den Helm. Die Gegenspieler werden sehr früh etabliert und die Ziele der Gegenspieler sind klar. Der Dungeon wird relativ leicht gefunden, es gibt genug Wegweiser und die Gruppe kennt sich bereits. Alles wird so gestellt, dass man nicht extrem viel Zeit investieren muss, um grundlegende Sachen zu klären, wie zum Beispiel, worum geht's eigentlich, wer sind die Gegner, kennen wir uns, bla bla. Und das müsstet ihr bei One-Shots auch machen. Setzt so viel die Entwicklung wie irgendwie möglich voraus. Das heißt beispielsweise, dass die Abenteurer sich schon kennen oder alle hier sind, weil alle von denen Söldner sind. Oder könnt ihr es so machen, dass ein Teil des Mysteriums schon weggenommen wurde. Also wenn überall Sachen verschwinden aus irgendwelchen Gründen und die Lösung ist Rattenmenschen in der Kanalisation, wurden Rattenmenschen schon gesehen, es gibt Gerüchte über Rattenmenschen, die in Kanälen verschwinden oder es wurde schon ein Rattenmensch gefangen. Versucht das Ganze so weit zu drücken, dass ihr auf möglichst 2 bis 3 Stunden kommt. Ja, ihr könnt zwar 4 Stunden für den Tisch einplanen, aber Spieler tun selten das, was er von ihnen verlangt und sind selten so effektiv, wie ihr es gerne hättet. Das heißt, plant ein bisschen mehr Zeit ein. Und das wäre auch schon eigentlich das große Mysterium, wie man einen One-Shot schreibt. Habt ein klares Setup, ein klares Ziel und nehmt so viel von der Vorentwicklung wie irgendwie möglich vorweg. Dann dürfte eigentlich nicht viel schief gehen. Allerdings bin ich, wie gesagt, der Typ mit dem 12-Stunden One-Shot, von daher, nehmt mein Wort nicht für bare Münze. Und das wären im Grunde auch schon die Grundlagen. Bei größeren Spielergruppen muss man auch so ein ganz bisschen darauf achten, dass die Spieler vernünftig zusammenarbeiten, also nicht für 3 Stunden über Kunstrasen diskutieren. Aber im Großen und Ganzen gelten dieselben Regeln hier für kleine und für große Gruppen. Und jetzt kommen wir zu ein paar Ideen und Themenvorschlägen und was auch immer, die hoffentlich nicht zu weihnachtlich sind. Ja, das klingt jetzt relativ billig, aber es ist eine richtige Antwort, irgendwie manchmal so ein bisschen. Okay, Serien haben den großen Nachteil oder Vorteil, je nachdem, dass sie eine gewisse Zeit haben, die sie laufen müssen. Also sie dürfen nicht länger sein. Wenn ihr also zum Beispiel einen Plot aus einer Folge von Angel übernehmt, könnt ihr euch angucken, worum geht's da eigentlich genau, wie ist der Aufbau, wie wird das Ganze begonnen, wie werden die Charaktere, die neuen, reingebracht möglichst schnell. Und dann könnt ihr sehen, wie wird das Mysterium aufgelöst, was müssen die Spieler machen, also welche Punkte A, B und C müssen erreicht werden, damit man bis zum Ende kommen kann. Und das könnt ihr dann entsprechend von dem, was ihr spielt, abändern und hier und da vielleicht ein paar Teile austauschen und habt eigentlich schon einen kompletten Plot fertig, von dem ihr wisst, dass er in einer recht schnellen Zeit umsetzbar ist. Auch wenn ich euch empfehlen würde, möglichst Serien zu nehmen, die eure Spieler nicht 1000-mal gesehen haben. Ansonsten könnten sie zu Schlüssen kommen, die nicht unbedingt richtig sind.
So nach dem Motto, haha, ich kenne die Folge und in der Folge war der Bösewicht der Gummibaum, also fange ich jetzt an, den Gummibaum zu verprügeln. Ich bin Malkavianer, ich darf das. Aber um wieder ernsthaft zu sein, habt ihr hier eine gut funktionierende Story, die auf eine kurze Zeit zusammengedampft werden musste, damit sie richtig funktioniert. Und dementsprechend könnt ihr darauf basierend etwas aufbauen. Und ihr wisst, es wird einigermaßen gut funktionieren. Monster of the Week ist ein recht nettes Konzept für One-Shots. Und ich meine damit nicht das System, das ich irgendwann mal ausprobieren sollte, sondern ich meine damit das Konzept von Monster of the Week. Ihr wisst schon, wie bei Power Rangers. Es gibt einen Gegner, auf den sich das ganze Boom, Bau, Pow, Kämpfen und sonstige Aktionen fixieren. Und ihr baut im Grunde diesen One-Shot um dieses Monster herum auf. Um mal ein fachliches Beispiel zu nennen, es gäbe bei Dresden Files im dritten Band, relativ weit am Anfang, aber es war sogar erstes Kapitel, eine Begegnung mit einem Geist in einer Säuglingsstation. Man könnte um diesen Geist herum zum Beispiel einen One-Shot aufbauen. Man müsste halt rausfinden, was ist das für ein Geist, warum ist das ein Geist geworden, was macht dieser Geist für einen abgefuckten Scheiß und wie kann man diesen Geist aufhalten. Eben indem man die Hintergrundinformationen über diesen Geist sammelt und herausfindet, warum ist der Geist gestorben, warum spukt er hier rum und was hält ihn in dieser Welt. Und wie löst man das Ganze wieder? Oder um ein Beispiel aus den Power Rangers zu nehmen, bei Power Rangers, ich glaube Lightspeed Rescue war's, gab es einen Charakter, den Silbernen Ranger, fragt mich nicht, wie der Charakter in der Serie ohne das ganze Jumpsuit-Gedings so heißt, ich weiß es nicht mehr, hat ein, wie ich es richtig im Kopf habe, dämonisches Schlangentattoo irgendwo im Nacken und desto häufiger seine Kräfte benutzt, desto häufiger geht das nach oben und tötet ihn irgendwann. Und um das zu verhindern, muss er ein Schlangenmonster-Ding bekämpfen. Es ist Power Rangers. Natürlich muss er das Problem lösen, indem er irgendwas bekämpft, was für eine Yu-Gi-Oh!-Karte zu uncool war. Aber das wäre allgemein ein gutes Konzept. Am Anfang des One-Shots werden unsere Helden durch ein mysteriöses Schattenwesen vergiftet oder verflucht oder was auch immer. Und um diesen Fluch, Schrägstrich Gift, Schrägstrich was auch immer zu lösen, müssen sie zu einem Wüstentempel kommen. Und in diesem Wüstentempel Rätsel lösen oder was bekämpfen oder was auch immer gerade vorhabt, schönes, um dann an ein Heilmittel zu kommen für diesen Fluch, Gift oder was auch immer. Allgemein gesagt kann man mit Monster of the Week relativ viel anfangen. Einfach weil ihr durch das Monster, das ihr euch aussucht, schon relativ viel vorwegnehmen könnt. Wenn ihr zum Beispiel einen Frostriesen nehmt, habt ihr schon mal ein ungefähres Elementarthema, nämlich Eis. Ihr habt eine ungefähre Location, wo dieser Frostriese sein würde, also wahrscheinlich irgendwo in den Bergen. Oder wenn er sich nicht in einem typischen Ort befindet, müsst ihr euch überlegen, wie kommt er dahin. Also wenn zum Beispiel ein Frostriese in einer, ich sag mal, alten Burg irgendwo rumgammelt, müsst ihr euch überlegen, warum gammelt er in der alten Burg rum und habt damit eigentlich schon eine Hintergrundstory und Plot und dies und das und jenes zusammen. Ein Zeitlimit ist doch immer sehr nützlich, um Runden kurz zu halten. Das könnt ihr entweder in-game machen, also die Spieler haben 3 Spieltage Zeit, um irgendetwas zu machen, bevor Katastrophe passiert. Oder ihr könnt es out-of-game machen, also ihr holt euch eine Eieruhr raus, stellt die auf eine Stunde, stellt die auf den Tisch und sagt den Spielern, so, ihr habt eine Stunde Zeit, sonst seid ihr tot. Was man beispielsweise machen könnte, wäre, dass die Spieler sich in einem geschlossenen Raum befinden, also in einer Schatzkammer, einem Bunker oder was auch immer. Und dieser Raum füllt sich langsam mit Wasser oder Sand oder was auch immer gerade thematisch passen würde. Und die Spieler haben halt eine Echtzeitstunde, um aus diesem Raum zu entkommen. Bei solchen Szenarien müsst ihr natürlich immer vorüberlegen, was für ein Ziel müssen die Spieler erreichen. Ihr braucht ein wirklich hundertprozentig festes Ziel. Und ihr müsst euch zu 100% sicher sein, dass die Spieler dieses Ziel erreichen können. Wenn ihr also zum Beispiel von vornherein wisst, ihr habt eine Abenteuergruppe bestehend aus einem Barbaren, noch einem Barbaren, einem dritten Barbaren und einem Barden, könnt ihr nicht irgendwas in Richtung Zombie-Apokalypse bricht in 3 Ingame-Tagen aus. Und ihr müsst dafür sehr viel mit Religion und Zeug zu tun haben, damit ihr das Ganze verhindern könnt. Weil wir haben 3 Barbaren und einen Barden. Die können saufen, ficken und sich gegen sich verprügeln, aber das war's auch so ziemlich. Die haben sonst keine geistigen Skills, außer dem Baden vielleicht, aber der ist zu besoffen dafür. Das heißt, entweder müsst ihr den Spielern gewisse Charaktere vorgeben, also zum Beispiel halt die Standardcharaktere, die beim Pathfinder mit dabei sind, oder ihr müsst das Ganze so allgemein halten, dass jeder Spieler mit jedem Charakter das in Lage ist, diese Rätsel zu lösen. Einfach weil es wirklich Rätsel sind und nicht irgendwelche Skills von den Charakteren voraussetzen, die einige Charaktere vielleicht nicht haben. Hier könnte man auch wieder dieses ganze Spieler wurden vergiftet Ding reinbringen oder verflucht oder was auch immer. Sagen wir einfach, die Spieler haben als Auftrag bekommen, sie müssen in den Sumpf gehen, um Goblins auszurotten, weil Goblins, und werden dann von Giftpfeilen getroffen, wieder erwartend. Und der Spielleiter greift hinter seinem Spielleiterschirm, man hört nur tick, 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 und stellt eine Eieruhr auf den Tisch.
und sagt den Spielern, ihr habt jetzt genau 45 Minuten, danach sind eure Charaktere am Gift verreckt. Tut mir leid, das sind halt Killer-Giftfrösche vom Killer-Giftfrosch-Clan, das passiert. Aber die Goblins vom Killer-Giftfrosch-Clan haben auf jeden Fall das Heilmittel, weil Goblins sind zwar blöd, aber nicht so blöd. Und ja, ich weiß, der Mainstream mag keine Goblins. I don't want to see him kissing goblins. I don't want to see him ingratiating goblins. Aber ich persönlich mag Goblins. Ich bin der Meinung, jede Runde, egal wo und wann und welches Team sie hat, sollte einen Goblin haben. Weil Goblin Lives Matter. Hashtag Goblin Lives Matter. Oh Gott, meine Fresse. Ich glaube, das Fazit aus dem Ganzen wäre, dass One-Shots im Grunde wie normale Abenteuer sind, aber halt kleiner und kompakter. Und solange man die kurze Zeit vernünftig einhalten kann, also zum Beispiel halt eine Vorlage nimmt, die auf kurze Zeit basieren kann, oder halt ein Zeitlimit nimmt, oder halt ein kompaktes Thema nimmt, funktioniert das Ganze relativ gut. Allerdings bin ich, wie gesagt, der Typ mit dem ewig langen One-Shot, von daher weiß ich nicht, ob meine Planung wirklich so viel gebracht hat gerade. Aber egal, gucken wir, was wir zum nächsten Mal machen müssen. Ich glaube, ich hatte schon mal ein Vlogtakulum zu dem Thema gemacht, oder? Na, egal.